separat freigeben. Also, quick and smart und nicht quick and dirty. Wir werden unsere Use Cases heute zusammen mal evaluieren. Und ja, mein Name ist Andreas Schwarzkopf. Ich bin zu der KI, hat einen langen Anlauf schon genommen eigentlich. Seit 2011 hatte ich ein Startup im Bereich Predictive Analytics. Also das ist, also heute würde man auch AI nennen oder KI. Der Hauptkunde war Scout24. Das ist ein, ja, also wir haben im Auftrag von Unternehmen Daten verarbeitet, analysiert und auch Predictive Use Cases abgebildet. Dann war ich, da bin ich nach Silicon Valley gegangen, wollte eventuell auch genau mit diesem Thema KI, Predictive Analytics, Machine Learning, Data Science auch ein Startup gründen. Habe es mir dann anders überlegt und habe gedacht, ich, also für ein Startup im Bereich B2B, was ich eigentlich wollte, habe ich zu wenig Kenntnisse von Business sozusagen und habe angefangen, KI-Beratung anzubieten für diverse Unternehmen und mache das seitdem eigentlich durchgehend. Also die letzten 2 Jahre war ich sehr intensiv mit mehreren Projekten bei der Mercedes-Benz so tief untergetaucht, zuletzt in Berlin im Produktionswerk. Da kann man auch viel reformieren oder mit KI anreichern und deswegen hat es mich dahin verschlagen und seit Anfang des Jahres bin ich wieder auf freiem Fuß sozusagen, also wieder auf dem Markt verfügbar und speziell seit November 2022, also seitdem ChatGPT erschienen ist, habe ich das natürlich sehr intensiv verfolgt und auch für mich privat, aber auch für meine Geschäftsprojekte nutze das jeden Tag sehr intensiv. Und da habe ich schon meinen ersten Use Case, von dem ich erzählen wollte, direkt ein paar Tage danach, nachdem ChatGPT erschienen ist, also noch die Version 3.5, aber die war trotzdem schon eigentlich ganz ordentlich. Ich schaue mal kurz auf die... So, jetzt klappt das. Gut, okay. Keine Kommentare. Gehen wir weiter. Also, ich habe meinen Project Lead gefragt, also der hatte eine neue Stelle ausgeschrieben für einen Cloud-Architekten, der viele, viele Applikationen aus den alten IT-Umgebungen in die Cloud migrieren sollte. Ist ein Riesenprojekt mit sehr vielen Beteiligten, mit sehr vielen Stakeholdern, mit Hunderten von richtig großen produktiven Applikationen. Und ich habe ihm gesagt, hast du auch, also ich habe meinen Chef gefragt, also mein Chef, mein Teamlead, bei dem ich da quasi, in dem ich zusammengearbeitet habe, hast du eine Testaufgabe für diese Person? Da hat er gesagt, ja, hier ist die Testaufgabe, weil ich habe gesagt, ich kenne da jemanden, vielleicht kann er die Aufgabe gut lösen, dann können wir ihn einladen. Und ich habe diese Aufgabe anonymisiert natürlich durch ChatGPT gejagt. Und der hat mir da ziemlich gute Ergebnisse geliefert. Ich habe das dem Teamlead geschickt am nächsten Morgen. Der sagte, wow, so eine gut gelöste Aufgabe habe ich noch nie gesehen. Lass uns die Person einladen. Und da habe ich dann zugegeben, dass das nur ChatGPT war. Und das war so das erste Aha-Erlebnis bei uns im Team, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt und wie weit diese Technologie bereits fortgeschritten ist. Ihr könnt auch Fragen stellen, wenn es welche gibt. Ansonsten gehe ich weiter. Ja, wir leben in einer KI-Revolution. Ich glaube, diejenigen, die hier heute in unserer Session sind, sind schon, nehme ich mal an, fortgeschritten und verstehen, dass das wirklich eine Revolution und nicht einfach noch ein Hype ist. Warum ist das so? Warum sehe ich das so? Ist die KI schon seit mindestens 13, 14 Jahren sehr intensiv, sehr stark im Kommen. Und die KI ist überall verbaut. Ja, die ist in Computern, die ist in Autos, die ist in Handys sehr viel. Ja, also wenn man chattet, wenn man schreibt und tippt, wird immer das nächste Wort vorgeschlagen und das wird immer besser. Auch diese Vorschläge werden immer besser.
Aber auch sonst, also im industriellen Umfeld ist auch, also Bilderkennung zum Beispiel gibt schon seit vielen Jahren solche Applikationen, aber vieles, vieles mehr. Das heißt, unter dem Radar von der breiten Öffentlichkeit findet diese Revolution schon seit vielen Jahren statt. Und spätestens seit dem ChatGPT ist diese KI-Revolution sozusagen wie ein Eisberg aufgetaucht. Und jeder kann die Power dieser Anwendung sehen und selbst erleben und beurteilen. Und ich hoffe, alle von euch haben das schon mal sich damit beschäftigt, nicht nur privat, wo es auch sehr viele Anwendungen gibt natürlich, aber vor allem im geschäftlichen Umfeld wird es ja uns noch viele, viele interessante Möglichkeiten geben. Und diese Demokratisierung hat dazu geführt, dass es spürbar wurde, die KI-Revolution sozusagen. Und das Jahr 2024 nennen viele, und ich schließe mich da an, das ist das Jahr der tatsächlichen KI-Integration oder Adoption sein wird. Und jetzt wird es wichtig, diese Welle zu reiten und nicht von der Welle überrollt zu werden. Deswegen muss man da halt eine bewusste Entscheidung treffen, wie man vorgeht. Und darüber wollen wir auch heute intensiver zusammen sprechen. Falls jemand noch nicht weiß, also falls jemand später dazugestoßen ist, wir haben ganz oben ist ein Muralboard verlinkt. Dort könnt ihr, ihr könnt natürlich auch im Chat Fragen stellen, aber im Muralboard können wir, danach können wir die Use Case Ideen austauschen bzw. besprechen. Und dort könnt ihr auch diese Kästchen ausfüllen, wenn ihr wollt, was euch noch interessiert und so weiter. Darauf gehe ich später nochmal ein. Genau, also warum ist das Jahr 2024, nenne ich das, dass das Jahr der Implementierung sein wird, also massenhaft, massiv. Selbst in diesem nicht sehr fortschrittlichen KI-Land wie Deutschland gab es einen tektonischen Shift, also eine tektonische Plattenbewegung in Deutschland. Und zwar, das ist eine Umfrage von der Deutschen Industrie- und Handelskammern, die ja diese Umfrage, halt diese Frage stellen, ob der KI-Einsatz geplant ist oder nicht geplant ist oder nicht im Einsatz, nicht geplant. Und da hat es irgendwie so vor sich hin gedümpelt bis 2022 und innerhalb eines Jahres gab es wirklich eine drastische Bewegung. Und ich nehme an, das ist wirklich der Mittelstand, weil die Industrie- und Handelskammern beschäftigen sich meistens mit einem kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt, tatsächlich ist es auch in der Masse der Betriebe angekommen, dass man sich dazu positionieren muss. Und es ist trotzdem fraglich, was diese 61% tatsächlich tun mit der KI. Das ist ja auch noch sehr nett formuliert und oder innerhalb der nächsten 3 Jahre geplant. Also eigentlich hätte ich erwartet, dass hier 100% stehen oder so 99. Weil wenn jemand noch nicht, wenn jemand heute noch entscheidet, dass er in den nächsten 3 Planen die KI noch gar nicht einplant, ich glaube, ja, dem Unternehmen ist kaum noch zu helfen. Aber wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr das gerne auch in Kommentaren oder im Euroboard schreiben. Wir können das gerne diskutieren. Ja, wie wollen wir an diese Quick Wins rangehen? Das ist die heutige Frage. Und bei allem Enthusiasmus und bei allem Inspiration Begeisterung sollte man trotzdem ganz spezifisch in Deutschland und in der EU auch eine gewisse Grundlage dafür schaffen. Eigentlich weltweit auch, aber ganz besonders hier in Deutschland müssen wir das natürlich sehr gut planen und jegliche Initiativen, die wir im Betrieb einführen, natürlich vorher auf die rechtlichen Anforderungen hin abklopfen, also insbesondere natürlich der Datenschutz, DSGVO, aber andere Compliance-Vorgaben können eine Rolle spielen.
Es gibt branchenspezifische Vorgaben und so weiter, ne? Im Gesundheitsbereich, das sind die Privacy-Anforderungen noch viel, viel höher. Also da müsste man natürlich sich mit der Rechtsabteilung, auch mit dem HR abstimmen, weil es natürlich darum geht, die Mitarbeiter einzubeziehen und die Mitarbeiter Daten oder Informationen können auch betroffen sein. Deswegen diese Guardrails, diese Leitplanken müssen geschaffen werden, damit man sicher mit den Daten arbeiten kann. Es gibt auch noch eine andere, und warum ist das so? Okay, also es gibt noch natürlich eine andere Dimension. Das sind die nicht nur der Schutz der persönlichen Daten, sondern auch der Schutz der firmeninternen Daten spielt natürlich eine Rolle. Da geht es eher um die Datensicherheit, um die schutzwerten Daten, also Patentinformationen oder jegliche anderen vertraulichen Daten, vertraulichen Informationen. Da muss man einen Rahmen organisieren. Also hier ist eher die IT-Abteilung gefragt, die diesen sicheren Rahmen einrichten sollte. Also ob das ChatGPT Teams Plan ist, ob der dann ausreicht, um diese Bedenken auszuräumen, ist jedem Unternehmen natürlich freigestellt, das selbst zu entscheiden. Aber mindestens ein ChatGPT Teams oder Enterprise sollte es sein, weil sonst in einem Plusplan, erstens sind die Bereiche gar nicht getrennt. Das heißt, die Mitarbeitenden werden in einem Bereich zusammenarbeiten und sich gegenseitig alles abgucken können, sozusagen, was auch nicht so toll ist. Aber vor allen Dingen ist es sehr schwierig oder kaum beeinflussbar, ob die Informationen, die in ChatGPT eingegeben werden, auch für Trainingszwecke verwendet werden können oder generell nicht sehr sicher gespeichert werden. Also wenn Sie mit dem Datenschutz im weitesten Sinne operieren wollen, was eigentlich ein Muss sein sollte, dann müssen Sie sich damit auseinandersetzen und tatsächlich eine sichere Umgebung für die weitere Zusammenarbeit mit Mitarbeitern einrichten. Es kann auch ein Azure OpenAI Account sein, in dem das möglich ist. Also es gibt viele technische Möglichkeiten und da sollte sich jemand, der mit IT betraut ist in Ihrem Unternehmen, damit befassen und etwas vorbereiten. Und natürlich muss man eine Basisschulung, Workshops mit Mitarbeitenden durchführen, um sie dazu zu befähigen, also wie das überhaupt funktioniert, aber natürlich auch um die ja, Risiken und Gefahren und was wir vorhin schon gesagt haben, diese rechtlichen Rahmen muss man natürlich in der Praxis auch abbilden, darstellen, wie das Ganze funktioniert und was beachtet werden sollte. Und am besten natürlich auch so eine Art AI-Bootcamp durchführen, wo die Mitarbeitenden an ihren praktischen Aufgaben experimentieren können und nicht nur sehr theoretische, quasi so eine Buchvorlagen abtippen, sondern tatsächlich etwas aus ihrem Bereich auch ausprobieren können und mit unter Aufsicht beziehungsweise mit Mentoren, die sich damit auskennen, praktisch diese Sachen ausprobieren und dabei lernen können. Damit hätten wir die Grundlagen geschaffen. So, ich schaue mal kurz auf die Kommentare. Genau, ja, also wie kann ChatGPT Teams einen sicheren Rahmen zur Verfügung stellen? Das habe ich auch als Fragezeichen versehen. Im Teams können Sie wenigstens, also im ChatGPT Teams Plan können Sie wenigstens also Datenverarbeitungsvereinbarung von OpenAI unterschreiben lassen. Und da können Sie halt abwählen, beziehungsweise da sind, glaube ich, generell die Daten werden nicht für Trainingszwecke verwendet. Also das ist das aller Mindeste an Sicherheit, Datensicherheit und Datenschutz und was man unbedingt machen müsste. Ob das ausreicht, das müsste jedes Unternehmen auch mit ihren Anwälten oder Rechtsabteilungen selbst erklären. Da kann ich leider keine Beratung geben, auch keine Sicherheitsberatung, weil ich kein IT-Sicherheitsexperte bin. Da sollten Sie sich damit auseinandersetzen. So.
Hat jeder Ton und Bild und sollte eigentlich jetzt klappen, hoffentlich. Ansonsten am besten irgendwie einen Neustart machen und sich einloggen, neu einloggen und dann vielleicht klappt das auch. Okay, wir gehen weiter. So. Das ist so ein plastisches Beispiel, 2 Jahre Midjourney. Die Ergebnisse waren so, 2022 und jetzt in 2024, Februar, sind die mit der Version 6 eigentlich ein komplett nicht mehr unterscheidbar, also zumindest nicht visuell, nicht nach Augenmerk unterscheidbar von echten Fotobildern. Das ist nun so ein plastisches Beispiel für die Entwicklung. Wahrscheinlich kennt jeder auch die ChatGPT, die allerersten Gehversuche und das, was heute möglich ist, da gibt es auch einen großen Unterschied mittlerweile. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu den einzelnen Use Cases. Auch hier kann natürlich jeder einwenden, ja, wir würden das aber anders machen oder das ist nicht so sicher oder das ist nicht so machbar in eurem Geschäftsumfeld. Völlig okay, völlig d'accord. Jeder muss seine Strategie natürlich wählen, jedes Unternehmen. Und jedes Unternehmen ist unterschiedlich, jedes Unternehmen hat ganz unterschiedliche Erfahrungen, Talente und rechtliche Vorgaben und wirtschaftliche und Größen. Das ist also extrem unterschiedlich. Deswegen greifen wir wirklich hier so ein mögliches Szenario auf. Man kann das völlig anders aufziehen und dann anfangen, aber ich bin der Meinung, dass Quick Wins essentiell sind. Ganz besonders in Deutschland, weil ich hatte heute irgendwo eine Statistik gesehen, dass 17% der Menschen haben im Arbeitsumfeld ChatGPT schon mal benutzt, also schon mal probiert zumindest. 17%, also extremst wenig. Und in Deutschland gibt es auch die wenigsten Aversionen, also zumindest laut solchen Umfragen, die wenigsten Ängste, dass die generative KI ihnen die Jobs wegnimmt. Wahrscheinlich, weil sie das einfach noch nicht benutzt haben und gar nicht verstanden haben, wie hoch dieses disruptive Potenzial ist, nehme ich mal an. Umso wichtiger ist, in jedem Betrieb so ein Highlight-Projekt, ein Vorzeigeprojekt zu haben, wo jeder verstehen kann, was das bedeutet, beziehungsweise sich damit irgendwie auch näher befassen kann, im besten Fall auch Sachen selber ausprobieren kann, weil mit der Nutzung können wir erst überhaupt Menschen dazu bringen, dass sie sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Und solche plakativen, plastischen, sehr gut verständlichen Quick Wins, also Use Cases, die gut funktioniert haben, sind meiner Meinung nach essentiell, um da richtig gut voranzukommen mit der KI-Transformation. Idealerweise, das sind auch Kriterien, die nicht unbedingt abschließend sind. Das sind einige Sachen, die mir so durch den Kopf geschossen sind. Es geht hier auch vor allen Dingen eher um die generative KI. Es gibt, wie gesagt, ja, also ich bin in vielen anderen KI-Bereichen schon unterwegs gewesen, beim Forecasting, bei Anomalieerkennung und vielen, vielen anderen Sachen, die eher tiefere Umsetzungsszenarien erfordern, die viel Know-how, viel Spezialtalente und viel Technologie und Technologiepartner erfordern. Das ist bei der generativen KI häufig nicht der Fall, nicht immer, aber häufig nicht der Fall. Das heißt, man kann die generative KI von heute auf morgen einfach testweise umsetzen, um zu schauen, wie das funktioniert. Deswegen, meiner Meinung nach, ist das am einfachsten, ist auch weniger Risiko, weniger Investitionen, weniger, wenn man sich gut vorbereitet, wie wir vorhin gesagt haben, dann ist das relativ risikofrei und relativ einfach und schnell umsetzbar. Deswegen konzentrieren wir uns auf die generativen Use Cases, zumindest heute in dieser Präsentation.
Und data-driven sollten sie sein. Also die sollten auf irgendwelchen Input-Daten oder und Inhalten, Content aufsetzen, was dann halt weiterverarbeitet wird. Es sollten wiederholbare Use Cases sein, ja, also wiederkehrende Aufgaben, die immer wieder mal oder vielleicht täglich idealerweise erledigt werden müssen, weil damit ist das Ganze auch messbar und damit hat man auch den besten Effekt von dieser Umsetzung, von dieser Automatisierung oder anderer Use Case Ausgestaltung. Sekunde. Die Ergebnisse sollten planbar und reproduzierbar sein. Also ist wirklich, eigentlich würde man bei der Automatisierung also bei jeglicher Automatisierung sich genau dieselben Kriterien wahrscheinlich nehmen. Also je einfacher der Task ist, je besser planbar und reproduzierbar der ist, desto besser können Sie die Aufgabe formulieren, also in einem Prompt oder in was auch immer geartete Aufgabe an die KI. Und deswegen ist das gut geeignet, um Ergebnisse damit zu erzielen. Und wie schon gesagt, am einfachsten ist das mit generativen Use Cases zu starten, die sowas wie Verarbeitung von Texten oder Bildern oder Videos oder Audioinhalten beinhalten. So. Funktioniert der Ton, Caroline Mehnert? Okay, also bisher hat sich sonst niemand beschwert, deswegen sollten Sie versuchen, Ihre Geräte zu optimieren. Gut, alles klar. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis auf das Muralboard ganz oben in der Kommentarspalte können Sie den Link zum Muralboard sehen. Dort können Sie auch ja, Ihre Ideen festhalten, Ihre Vorschläge, Ihre Fragen festhalten und können wir nachher sehr gerne aufgreifen und diskutieren. So, jetzt kommt einfach eine stupide Liste von Beispielen von Use Cases. Ich wollte extra keine Use Cases herausgreifen, um das nicht vorzugreifen, sozusagen, beziehungsweise eure Fantasie freien Lauf zu geben. Aber hier kann man halt das wirklich in so einer Liste mal abarbeiten. Ja, das ist am meisten disruptiv, finde ich auch, ist der Bereich Marketing. Erstellung von Marketinginhalten ist natürlich wahnsinnig gut durch die KI unterstützbar heute. Egal in welchem Stadium, im Anfangsstadium, Endstadium, man kann die Texte, die Bilder verarbeiten, eine komplette Strecke bauen, wo mehrere Personen. Natürlich, wir sprechen auch hier eigentlich immer nur über Use Cases, wo Human in the Loop ist. Ja, also nicht komplett vollautomatisierbare Erstellung von Marketinginhalten, auf die keiner mehr zuguckt und die irgendwie direkte Leads oder Verkäufe generieren sollen. Das ist wahrscheinlich auch irgendwann irgendwie abbildbar, aber für einen Use Case, für so einen Quick Wins Use Case ist es nicht geeignet, weil da gibt es viele, viele, viele Challenges, viele verschiedene Hürden, die man überwinden muss. Und das ist natürlich mit viel Risiko behaftet und so weiter. Deswegen, wir sprechen hier von unterstützenden Beispielen, von unterstützenden Use Cases. Man kann einige Automatisierungsschritte auch einführen, aber da sollte trotzdem ein Mensch in der Loop sein, um diese freizugeben oder zu finalisieren. Ja, Kundensupport via Chatbots kann schon ein bisschen schwieriger werden, weil da sind viel mehr Risiken behaftet. Ist viel mehr mit Risiko behaftet und das kann von der technischen Implementierung nicht so einfach sein, weil man muss sehr, sehr saubere Trainingsdaten haben. Ja, also das ist schon eigentlich ein Use Case, nur wenn jemand vorher schon mit Chatbots gearbeitet hat, die könnte man jetzt quasi ein bisschen mit KI anreichern. Da würde sich wahrscheinlich das eignen. Was ein bisschen weniger riskant ist, sind die internen Wissensdatenbanken. Da kann man ein Chatbot ziemlich einfach und schnell zusammenbauen, wahrscheinlich an einem Tag oder so.
Das ist auch häufig hilfreich, wenn jemand, also wie zum Beispiel im Bereich Recht, Legal, wenn Sie in internen Vertragsmustern oder internen Cases irgendwie recherchieren wollen, was Sie schon mal gemacht haben, das wäre so eine unterstützende Tätigkeit. Da könnte ein Chatbot gut helfen. Produktbeschreibungen generieren, hervorragender Use Case, wie ich denke, personalisierte E-Mail-Kampagnen erstellen, Verkaufspräsentationen, Berichten und Analysen, Texte kuratieren, automatisierte Übersetzung von Dokumenten und Inhalten. Das war übrigens einer der ersten Use Cases, die ich für mich damals umgesetzt habe. Ich habe sehr lange mit Prompts experimentiert und tatsächlich eine extrem gute Qualität an Übersetzung von, also Deutsch, Englisch, Russisch ist eigentlich meine Muttersprache. Und da habe ich eine kleine Applikation geschrieben, die komplette Bücher übersetzt. Also man schmeißt ein Buch rein und am Morgen musst du zwar ein bisschen was bezahlen für die Tokens Verarbeitung, kostet dann irgendwie so 20, 30 Euro, aber morgen hast du eigentlich eine ziemlich saubere Übersetzung. Es funktioniert nur nicht in extrem nischenhaftigen Bereichen von irgendwelchen Forschungen, Wissenschaft oder sehr, sehr eng Industriebereichen oder Gesundheit, die nicht so auf allgemeinen Texten basieren, sondern extrem viele Fachbegriffe haben. Da würde die Übersetzung vielleicht etwas schlechter funktionieren. Ansonsten Kurse entwickeln, Trainingsmaterial für interne Verwendung für Mitarbeitende, Generierung von Strategiedokumenten, also eher so Brainstorming. Landingpage-Optimierung ist eigentlich eine super Sache. Also das kann man tatsächlich mit ChatGPT eine Landingpage verfüttern und sagen, okay, was könnte man hier verbessern, um die Conversion zu optimieren? Funktioniert auch ziemlich gut. Erstellung von Verträgen, also zumindest an bestimmten Teilarbeiten könnte auch KI arbeiten. Pressemitteilungen, Generierung von Visualisierung, Infografiken, funktioniert nicht immer super. Ich bin auch nicht der Grafikexperte, aber vielleicht kann Stefan, der uns bei uns hier auch im Chat ist, in der Session ist, kann vielleicht dazu ein paar andere Beispiele geben. Ja, Erstellung von Finanzmodellen, Prognosen. Ich bin eigentlich so ein Data Scientist sozusagen. Ja, also ich habe sehr viel mit Data Science, Machine Learning Modellen gearbeitet in den letzten 10 Jahren. Und bei einem der Auftraggeber, ich darf nicht sagen bei wem, aber da habe ich zum Beispiel auch mit Hilfe von ChatGPT eine Applikation, also ein Prototyp erstellt, mit dem man tatsächlich mit den Live-Daten sprechen kann, also die Daten, die aus der Industrieanlage reinsprudeln, diese Daten direkt befragen, ohne dass man Data Science Knowledge selbst hat oder selbst irgendwie Machine Learning erstellen kann. Kann man mit Data Analytics Plugins, mit ChatGPT, ich sage überspitzt ChatGPT, aber ich meine häufig andere LLMs, also andere Systeme, weil nicht in allen Firmen natürlich ist ChatGPT zugelassen, was auch verständlich ist. Aber mit solchen generativen Sprachmodellen kann man tatsächlich Finanzanalysen oder andere IoT-Daten oder andere Datenströme sehr gut, also mit Hilfe von eingebauten Python-Funktionalitäten, vorverarbeiten oder erste Insights generieren, erste Ideen, wo kann das Problem liegen? Die sind nicht verlässlich, aber die können schon quasi die ersten 80% so nach dem Pareto-Prinzip erschlagen von Möglichkeiten oder Ideen. Und dann muss man natürlich als Experte einsteigen und mit der menschlichen Intelligenz weiter sich vertiefen. Erstellung von Jobbeschreibungen, Stellenanzeigen. Ich hatte vorhin schon ein Beispiel gegeben, wie quasi entweder die Testaufgaben für Kandidaten erstellt werden können. Wunderbar, funktioniert wunderbar. Oder auch vielleicht Stellenanzeigen. Unterstützend kann man da auch die KI benutzen. Aber die Kandidaten können auch natürlich die Testaufgaben auf diese Weise wunderbar lösen. Das muss man natürlich auch bedenken und berücksichtigen. Nicht immer kann man erkennen, ob da KI oder ChatGPT am Werk war. Ja, man kann das ja sehr gut auch Feintuning
betreiben in dem Sinne, dass man den Ton und den Stil und sowas alles nochmal anpasst oder so, menschlich nochmal finalisiert. Deswegen kann man das nicht immer 100% erkennen und muss man natürlich berücksichtigen, irgendwie dagegen ein Mittel finden. Optimierung der User Interface, dadurch, dass ChatGPT auch multimodal ist oder andere KI. Ich spreche heute als ChatGPT für alle möglichen anderen KI-Tools oder LLMs oder generative Technologien. Es können ja auch Open Source Modelle sein oder andere oder Azure und so weiter. Deswegen, aber ich sag mal einfach mal vereinfacht zu allem ChatGPT. Da die LLMs heute multimodal sind, können sie auch grafische Inputs liefern und diese Inputs analysieren lassen oder beantworten lassen und so weiter. Handbücher, Dokumentation, da sind die Entwickler heute wahrscheinlich sehr, sehr happy, wenn die den Code nicht mehr per Hand dokumentieren müssen, sondern mit dem GitHub Copilot oder anderen Copilots. Ja, das sind so einige Beispiele. Wir können auch im Nachhinein auch die einzelnen Sachen besprechen. Aber ich bin auch gleich mit dem Großen und Ganzen fertig. Die Auswahlkriterien sind natürlich wichtig. Was will man umsetzen? Wir haben es ja auch in der Überschrift. Ja, welche Use Cases umsetzen? Aus meiner Sicht, wie gesagt, jedes Unternehmen kann seine eigene Strategie entwickeln. Aus meiner Sicht einigermaßen universell wären diese Kriterien. Also erstmal die Wirtschaftlichkeit. Natürlich muss man mit dem ROI operieren, damit sich das überhaupt geschäftlich lohnt und nicht einfach als Idee verpufft und zu nichts bringt. Man muss ja das Management auch damit überzeugen, damit auch in die weitere Entwicklung Geld investiert wird. Geld, Ressourcen und der Fokus des Managements. Und das kann man natürlich sehr gut mit dem ROI argumentieren. Der klare Nutzen für andere, also für alle anderen im Unternehmen, ja, an alle Mitarbeitende sozusagen, muss der klare Nutzen sichtbar sein, verständlich sein. Diese Ergebnisse, die man dann präsentiert, die müssen für breite Akzeptanz und auch Begeisterung sorgen, weil ohne diese Energie von Menschen, ohne diese positiv beladene Umgebung wird man da leider nur auf Widerstände stoßen und das Change Management insgesamt in der KI, in Deutschland besonders, aber generell auch, ist natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Feld. Das behandle ich heute nicht, aber das ist extrem wichtig. Aufgrund von fehlendem Wissen von Menschen und aufgrund von diversen Vorbehalten und Unwissen und Halbwissen gibt es sehr, sehr viele Widerstände und die muss man natürlich versuchen zu überwinden, wenn man mit dem Unternehmen auch dauerhaft erfolgreich sein will. Und natürlich sollten sie umsetzbar sein, einfach umsetzbar sein. Sie sollten sich nicht selbst ein Ei legen und irgendwie total schwieriges Use Case rausgreifen, wo sie irgendwie externe Partner, Entwickler benötigen, die sie noch gar nicht haben und Technologien, die sie erst irgendwie erforschen müssen. Da sollten Sie tatsächlich eher auf generative und auf einfache Use Cases, die mit Text, Bildern arbeiten. Da gibt es genug an Kreativität und an Möglichkeiten, was man tatsächlich auch unter diesen Auswahlkriterien finden und umsetzen kann. Ja, natürlich sollten diese Erfolge dann zuerst natürlich möglichst zügig umsetzen und erfolgreich. Je schneller, desto besser und je erfolgreicher, desto besser, das ist klar. Aber es ist wichtig, dieses Momentum zu ergreifen, um tatsächlich diese Trägheit der Organisation zu überwinden, um diese Begeisterung zu erzeugen und mehr Leute reinzuziehen in diesen Sog sozusagen der KI-Nutzung. Und dazu ist auch eine sehr überlegte interne Kommunikation und eine Präsentation der Ergebnisse wichtig, weil wir kommen auch gleich zu ein paar Beispielen. Natürlich sollte man die Quick Wins kommunizieren, also plastisch darstellbar, sehr positiv, sehr gut, aber auch, weil es halt sehr viele Vorbehalte gibt wegen Arbeitsplatzvernichtung und
die KI nimmt unsere Jobs weg und so, muss man natürlich das etwas vorsichtiger formulieren als Klarna jetzt vor. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Also Klarna hat ein AI-powered Chatbot für die Kundenbetreuung gestartet und haben geschrieben, dass sie nach 2 Monaten Testlaufzeit bereits 700 Mitarbeiter eingespart, also die Arbeit von 700 Personen eingespart haben. Klingt erstmal an sich also fast neutral, würde ich sagen. Aber der Hintergrund ist der, dass Klarna vor einem Jahr 700, genau 700 Support-Mitarbeiter entlassen hat und jetzt diese 700 Mitarbeiter quasi mit einem Chatbot ersetzt hat. Das ist, also aus meiner Sicht, ist es eine ziemlich schlechte PR, weil viele, genau die Leute, die quasi ja Gegner sind oder noch einen gewissen Widerstand ausüben, genau solche Use Cases, genau solche Kommunikation würden sich darauf stürzen und das quasi auf die Fahne schreiben, dass die KI Arbeitsplätze vernichtet. Ich habe das hier versucht anders zu formulieren. Also Beispiel, dass die 92% Effizienzsteigerung, die Automatisierung des Prozesses hat eine Effizienzsteigerung um 92% bewirkt. Damit konnten wir die unbesetzten Stellen vollständig überbrücken und praktisch kompensieren, dass Mitarbeitende fehlen, aber durch also die Chatbots haben die quasi nicht existierenden Mitarbeitenden ersetzt. Das klingt eher positiv. Also ist vielleicht ein Beispiel für die Kommunikation. Aber die Kommunikation ist hier wahrscheinlich wahnsinnig wichtig, um die Entscheidung herbeizuführen, ob weitere Skalierung erfolgt auf mehr Use Cases oder auf grundlegende AI-Transformation oder nicht. Oder die Kundenzufriedenheit wird gesteigert und das führt zu Umsatzsteigerung und oder Weiterempfehlungen. Das sind solche positiven Nachrichten auch für das Unternehmen, was jeden erreichen kann. Vielleicht habt ihr mehr Ideen, können wir auch gerne gleich diskutieren. Ja, Fragen? Ihr könnt mich auch direkt finden auf LinkedIn. Ich bin ja in letzter Zeit tatsächlich positioniere ich mich als KI-Experte, gebe auch Workshops oder AI-Bootcamps, also solche Trainings für Mitarbeiter im Unternehmen. Da könnt ihr mich gerne drauf ansprechen. Ansonsten, ja, lasst uns gerne diskutieren. So. Schauen wir mal uns den Muro Board an. Ich kann auch noch mal meine Website ist jetzt gerade in der Überarbeitung. Deswegen habe ich nur LinkedIn im Moment als Profil. Oder könnt ihr mich erreichen oder auch kontaktieren. Genau. Nicole hat hier geschrieben im Chat, im Kontext von Fachkräftemangel kann das auch positiv wirken, weil es die Produktivität des Unternehmens unterstützt. So, genauso ist es. Genau da habe ich ja auch ein Beispiel gebracht, wie man das formulieren kann, wie man das kommunizieren kann, wie es in Deutschland auch positiv ankommen kann. Wir sehen alle, dass viel Arbeit unerledigt liegen bleibt. Und wenn diese Arbeit durch die KI aufgegriffen wird, sind alle froh, alle happy. Und sollte sich niemand dagegen widersetzen, sozusagen. SAR, ich denke, wir sollten benennen, wie es ist. Das habe ich nicht verstanden. Vollautomatisierung führt dann wohl eher zu Widerständen. Das disruptive Potenzial wird deutlich. Man findet anfangs noch leicht Fehler. Genauso ist es, Rainer. Das hatte ich auch in der Präsentation erwähnt, dass man sollte sich zuerst auf Human in the Loop, also auf solche Use Cases fokussieren, wo die KI eher unterstützend wird, also Copilot-Modus. Man kann auch aber im Copilot-Modus auch schon die Übergaben quasi von einer Mitarbeitenden zur anderen Mitarbeiterin auch automatisiert gestalten, wie mit Custom-GPTs oder mit anderen Prozessen. Aber tatsächlich sollte man nicht so vollautomatisierte Prozesse anfangen, also zumindest nicht als erstes, weil man da erstens viel Risiko hat, dass irgendwas nicht klappt, auch dass Fehler entstehen.
Deswegen auch meinte ich, dass solche Support, Customer Care, Customer Service, Chatbots eher vielleicht nicht als allererstes Projekt umgesetzt werden sollten, weil dort mit Sicherheit, man kann mit Sicherheit diese Chatbots austricksen oder manipulieren oder irgendwelche Falschaussagen aus denen herauslocken. Um das sicher zu machen, bedarf es tatsächlich sehr vieler Investitionen an tatsächlich Fachkräften, die sich damit gut auskennen. Also man braucht einen Partner, externen Umsetzungspartner. Genau, ja, dann sind wir d'accord mit der Kommunikation, dass man Jobs nicht ersetzen, sondern das unerledigte Potenzial quasi aufgreifen und das zuerst automatisieren oder verstärken durch die KI. So, ich schwenke jetzt nun zum Neuroboard und guck mir an, was ihr dort eingetragen habt. Use Case Ideen. Manchmal ist es sehr klein. Umsetzung eines Supportbots. Minimierung von Anrufen, Tickets im Customer Support durch Vorschaltung einer KI-Instanz vorab. Hatten wir gerade angesprochen. Ist ein super Klassiker Use Case. Muss man nur ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das nach außen gibt. Weil es gab auch in Kanada jetzt einen ersten Fall, da wurde ein Unternehmen verklagt, weil ich glaube, die Canadian eher, glaube ich. Ein Kunde hat sich falsch beraten gefühlt und hat die Airline verklagt und sie hat dann Schadensersatz gezahlt, weil der Chatbot irgendwas halluziniert hat und irgendwie einen falschen Ratschlag gegeben hat. Wie gesagt, man kann das versuchen zu minimieren. Ja, also diese Halluzinationen kann man zum Beispiel mit RAG-Systemen, also Retrieval Augmented Generation, minimieren. Man kann auch solche Evaluations-Layer dazwischen schalten, die Antworten zuerst analysieren und weitergeben. Das verlangsamt zwar den Prozess, aber man kann das machen. Also da kann man viel optimieren. Was aber, wenn es intern ist, ja, interne, es gibt ja auch große Unternehmen, die auch intern IT-Support zum Beispiel machen. So ein internes IT-Support, experimentell könnte man das auf jeden Fall einführen und Erfahrungen sammeln. Einfache Use Cases mit viel Mehrwert, absolut, genau. Deswegen haben wir gesagt, ja, Kriterien ROI, der tatsächliche messbare Nutzen sollte im Fokus stehen und die wenig Risiko, ja, also wirklich low-hanging fruits. Die besten Früchte, die am niedrigsten hängen, das sollte wirklich das Ziel sein, um sich da nicht zu verzetteln oder zu viel Risiko reinzuholen, um dann eventuell dann irgendwie zu scheitern. Das wollen wir nicht. So, das sind ja, glaube ich, eine Summary von dem, was wir gesagt haben. Ja, KI-Strategie mit Mitarbeitern einer Organisation besprechen, entwickeln, Mehrwert erläutern, um Ängste gar nicht entstehen zu lassen. Und dazu, meiner Meinung nach, eignen sich ziemlich gut solche Quick-Wins-Projekte, die solchen Nutzen demonstrieren tatsächlich. Also wo es nicht nur in der Kommunikationsebene bleibt, sondern wo man auch tatsächlich etwas Funktionierendes vorzeigen kann. Informationen einer Organisation schützen. Welche konkrete Inhalte sollte eine Weiterbildung, damit klar ist, welche Dokumente des Unternehmens via KI verarbeitet werden sollen? Beispiel Qualifizierung der Dokumente erläutern, Informationen, Sicherheitsmanagement, persönlich personifizierte Daten der Mitarbeitenden schützen. Ja, ein sehr großes Thema. Ist heute nicht unser Fokusthema, also nicht das Hauptthema, aber man sollte vor dem KI-Use-Case genau das sich auch ganz speziell, was diesen Use-Case betrifft, natürlich abklopfen, aber generell auch für alle Mitarbeitenden das Ganze auch
Also bei großen Unternehmen, bei denen ich gearbeitet habe, gibt es Informationsklassifizierungslevels, ja, also 1, 2, 3 oder wie auch immer geartet, ja, confidential, secret und internal oder public. Ja, sie sollten auch alle Informationen in ihrem Unternehmen auch auf diese Weise klassifizieren und Vorgaben geben, welche Informationen dürfen in die KI eingegeben werden, welche dürfen nicht eingegeben werden. Also erstens sage ich jetzt erstmal nicht um die persönlichen Daten, sondern es geht erstmal um die schutzwürdigen Daten, also Firmengeheimnisse, sage ich mal, Patente. Es gibt zum Beispiel sehr enge Wissenschaftsbereiche, einfach ein Praxisbeispiel, wenn Sie dort etwas, also irgendwie einen Text eingeben in ChatGPT und ChatGPT lernt daraus, dann kann das genau diese Antwort Ihrem Wettbewerber geben, quasi am nächsten Tag schon. Ja, und dann schenken Sie Ihr Patent oder schenken Sie Ihr Firmengeheimnis dem Wettbewerber. Funktioniert nur in kleinen Nischenbereichen, wo das Informationsfeld sehr, sehr eng ist. Aber diese Gefahr gibt es. Man muss halt darüber nachdenken und man muss Vorkehrungen treffen. Also Informationsklassifizierung mit Vorgaben, also AI Policy nenne ich das, ist auch in meiner Präsentation so genannt. Ja, die AI Policy müssen Sie erstellen, also KI Regeln. Was darf rein, was darf nicht rein? Wie müssen persönliche Daten geschützt werden? Zum Beispiel dürfen Sie nicht unüberlegt einfach einen Lebenslauf in ChatGPT reinhauen, sozusagen, von Kandidaten. Das ist ein Super-GAU, das dürfen Sie nicht tun. Aber alles andere muss man halt intern und individuell für jedes Unternehmen abwägen. Welche schutzwürdigen Informationen habe ich? Wie gehe ich vor? Mit welchen KI-Tools darf ich das machen? Mit welchen KI-Tools darf ich es nicht machen? Da können wir heute leider nicht ins Detail gehen. Überlegen gemeinsam, wie man konkret einen Use Case aufbauen könnte. Das wäre, glaube ich, dann für eine andere Session. Das wäre, glaube ich, für eine andere Session, weil da muss man wirklich hands-on vorgehen. Ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit schon zum Reden benutzt. Okay, wunderbar. Also ich sehe viel Bestätigung sozusagen von den Ideen, wie wir gerade besprochen haben. Wie kann das Management von einer Strategie überzeugt werden? Wie kann man das Management von einer Strategie überzeugen? Also erstens können Sie das Management von der Strategie überzeugen, indem Sie Fachleute einladen, die mit dem Management sprechen, also Berater. Dann können Sie auch selbst Case Studies und White Papers also von Boston Consulting oder von McKinsey oder von Gartner oder von anderen angesehenen Organisationen studieren und auch dem Management eine Präsentation machen. Also im Sinne von, wir müssen was tun, weil, ja, wir können was tun, weil, oder wir können das und das tun, weil wir damit das und das erreichen. Ich sage, wenn ich jetzt Ihrem Management das erzählen würde, würde ich Folgendes sagen. Natürlich guckt ein Unternehmen meistens auf die nächstliegenden Konkurrenten, Wettbewerber und sagt, naja, ich sehe nicht, dass meine Wettbewerber irgendwie viel besser KI umsetzen als ich. Und wir können das vielleicht alle gemeinsam mit der ganzen Branche sozusagen einfach aussitzen. Das funktioniert bei dieser KI-Welle nicht, besonders spätestens seit der generativen KI, weil das hat auch schon eigentlich Jeff Bezos erkannt, eigentlich schon vor vielen Jahren. Er sagte, wir als Amazon, als ein Riesenunternehmen, müssen keine Angst vor unseren direkten Wettbewerbern haben. Wir müssen Angst vor dem Startup in der Garage haben mit drei Leuten, die sehr viel Power, sehr viel Energie haben und sehr viel ausprobieren können und keine Legacy haben, kein Risiko von bestehenden Systemen haben. Solche Unternehmen, also auch, es gibt auch so ein Sprichwort von Sam Altman. Wir warten nur darauf, bald gibt es bestimmt ein Solo-Entrepreneur, also so ein Ein-Mann-Unternehmen, was die 1 Milliarde Grenze von Umsatz erreicht hat.
Das kann tatsächlich der Fall sein, dass solche Startups die Prozesse so stark automatisieren mit der Hilfe von KI, dass sie komplette Unternehmen, das heißt also ein Unternehmen von 2, 3 Mitarbeitenden oder 2, 3 Foundern, kann richtig große Konkurrenz zu einem anderen Unternehmen, angestammten Unternehmen von 100 Mitarbeitern machen. Und das ist die Gefahr vor allen Dingen. Nicht die Gefahr, die von ihren trägen Wettbewerbern ausgeht, sondern die Gefahr von Startups, die internationale Gefahr, weil durch die Sprachagnostik sozusagen der KI konkurrieren sie jetzt mit der gesamten Welt. Und spätestens wenn sie auch die Figure-One-Roboter oder Tesla-Roboter haben, können die auch zu dem Kunden nach Hause kommen in jedem Land. Das heißt, die Konkurrenz, das Wettbewerbsfeld wird so multidimensional, dass es nicht abschätzen können, dass ihr Management nicht abschätzen kann, von wem sie in 2, 3 Jahren oder 5 Jahren disrupted werden. Das kann man nicht abschätzen. Deswegen muss man heute dagegen etwas tun. Und genau das haben wir heute auch gemacht. Ich denke, ich bin am Ende meiner Session mittlerweile angekommen. Habt ihr noch Fragen? Sonst, weil ich glaube, die nächsten Sessions starten gleich in ein paar Minuten. Vielen Dank fürs Feedback. Ich freue mich auch über den Kontakt, über das Networking auf LinkedIn. Denke, dass wir uns alle nochmal irgendwo heute sehen oder später. Vielen, vielen Dank für eure Aktivität, für eure Fragen, für euren Input und wir sehen uns.